Genau. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sind wir an meinem Lupo dran und wie ihr seht schon mal, ich habe die Stoßstange abgebaut, ich habe einmal die Kotflügel abgebaut und ich werde jetzt einmal vom GTI die ganzen Sachen versuchen einzubauen und werde euch dabei zeigen, was für Probleme es geben wird und dass es alles nicht so einfach wird bei uns. Ich nehme euch jetzt erstmal mit, wir machen jetzt ganz schnell die Kotflügel links und rechts rein und da sage ich schon mal das erste Problem, zeige ich euch sofort. Schrauben. Ist einfach nur provisorisch. So, den anderen bauen wir auch ganz schnell ein. Also ich finde, da sind schon geile Kotflügel hier. Ja, man sieht schon, wie breit die sind. Das ist, ja, könnt ihr das hier sehen? Das ist schon geil. Also GTI gefällt mir ja sowieso. Ne? GTI ist echt sehr, sehr schönes Auto, finde ich. So, Kotflügel ist auch schon drauf. Ist alles provisorisch, ne? Ist jetzt nichts fest. So haben wir schon das erste Problem. Hier, der originale GTI Kotflügel kommt bis zum Strich hier. Und der hier ist noch vom alten Kotflügel. Ich habe das extra jetzt weggeschnitten, wo ich gemerkt habe, dass das nicht ganz nach unten reicht. Habe ich das jetzt hier einfach so gelassen. Na, jetzt würde natürlich der eine oder andere sagen, okay, Yunus, nimm doch den alten, schneid den so aus und dann schweiß das hier dran. Ja, so viel habe ich auch gedacht, aber das geht nicht, weil wir hier einmal Stahl haben, ne? Und hier haben wir einmal Alu. Das heißt, das könnten wir gar nicht schweißen. Also müssen wir uns da was einfallen lassen, aber ja, ich schätze mal, dass wir hier, also ich weiß nicht, wie der originale GTI hier ist, ob da jetzt auch so ein Blech bis hierhin ist oder ob das von hier bis nach hinten hin komplett ist, weil wenn es so ist, müssen wir das Ding da abschneiden und das Ganze einfach, ja, auch dran schweißen. Ich hoffe mal, dass wir das irgendwie so hinkriegen, weil das können wir ja so natürlich nicht lassen, ne? Das werde ich natürlich auch nicht so lassen, weil das Ding in hier, guck mal, wie breit das ist. Weil das wird ungefähr so sein, das Ganze. Und dann könnt ihr ja ungefähr mal sehen, wenn das hier original ist, dass das Ding hier richtig schön breit ist und dann nach hinten so geht. In der Breite. Aber das sieht schon geil aus. So, jetzt kommen wir zu der Stoßstange. Dann haben wir natürlich folgendes Problem. Der würde jetzt auch nicht so einfach drauf gehen. Weil, ja, ihr seht schon, dieser Ladeluftkühler hier ist und der ist nicht gerade klein. Bei dem anderen hatten wir ja es geschnitten gehabt, angepasst. Hat so gepasst alles. Habe ich ja so passend gemacht. Besser gesagt. Aber jetzt müssen wir das wiederum für die Stoßstange wieder alles ändern. Das heißt, wir machen erstmal das ab, machen den erstmal so drauf, damit ihr ungefähr mal sehen könnt, wie das Ganze aussieht. Schauen wir mal. Ja, ich habe hier mit zwei Schrauben festgemacht. So. Ist eigentlich bei GTI sehr gut verbaut.
Wir machen das Ganze wieder ein bisschen provisorisch. So, sieht das Ding aus. Warte, machen wir noch den Putsch. Und auch noch hier rein. So. Und wie sieht das aus? Das ist doch schon ganz anders aus, ne? Warte, ich nehme euch mal mit hier. Wie schön breit das Ganze hier ist. Ja, hier werden wir auf jeden Fall was machen müssen. Aber ich finde die Breite so geil. Ja, ein GT hat schon was, ehrlich gesagt. Und jetzt guckt euch mal den Radstand an, bitte. Guckt mal. Das ist schon krank. Wie viel Abstand wir hier. Guckt euch mal an. Also ich bin der Meinung, hier kriegen wir 17 Zoll drauf. Ja? Ja. Ja, nur da unten, da müssen wir schauen, was wir da machen. Da muss ich mich echt schlau machen. Und hier kommt natürlich auch eine breitere hin. Kotflügel, damit der hintere Stoßstange einfach passt. Das ist ja kein Problem. Hier habe ich ja gerechnet gehabt. Aber jetzt müssen wir sehen, was vorne ist. Wird interessant. So, also das wird wieso interessant, das Ganze, weil wir ja hier rein natürlich den Ladeluftkühler einbauen müssen. Und das wird, ja, das wird interessant. Ich muss echt sagen, so sieht das Ding schon wirklich geil aus. Ehrlich, diese Verbreiterung, das gefällt mir. Und jetzt stellt euch mal vor, mit 17 Zoll Felgen, mit einem kleinen Querschnitt, das wird so geil aussehen. Ich freue mich echt drauf. Weil das wird eine Herausforderung für mich, weil ich bin, ganz ehrlich, wenn es um Karosserie geht, bin ich ein Noob. Ich könnte mich jagen mit Karosserie. Ich kann keine Karosserie, ehrlich. Und deswegen nehme ich die Herausforderung sehr, sehr, sehr dankend an. So, viele fragen mich immer, wo sind die Blinker? Die Blinker sind im Scheinwerfer drin, aber dieser Loch hier ist ja für die Reinigungsanlage, für die Scheinwerfer. Und da werde ich die Blinker höchstwahrscheinlich einbauen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Die Löcher bleiben. Hier werden wir die Ansaugung machen für den Turbo. Ja. Aber das wird echt eine Herausforderung mit dem Ladeluftkühler. Das ist natürlich nicht alles, was wir umbauen. Wir werden da vieles umbauen. Das heißt, ich werde dafür erstmal sorgen, dass wir 17 Zoll versuchen hier drauf zu bekommen. Dann versuche ich ZR17 Bremsanlagen hier reinzubekommen, weil ich möchte das. Ich möchte eine größere Bremsanlage hier einbauen. Und ich möchte auf jeden Fall ja, mehr Leistung nicht. Es geht nicht mehr um Leistung, es geht jetzt um, ja, ich möchte einen besseren Turbo einbauen. Wer mich auf Instagram folgt, weiß, dass ich mal gepostet hatte, hat jemand einen GTX 30. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mir einen GTX 30 besorgt. Wir haben einen originalen Garrett-Lader GTX 30 besorgt, das Ganze. Und das werden wir einbauen. Deswegen haben wir auch gewartet. Ne, normalerweise, ich und Benny wollten da schon anfangen damit, das hier einzubauen. Aber wir haben gesagt, okay, wir warten, bis wir den Turbolader haben. Weil wir die ganzen Rohre bei denen wir alle erneuern werden. Alle auf größer machen werden und erneuern werden. Ja. Und ein Wastegate wird eingebaut, ne? Externen Wastegate, damit wir mehr Ladedruck fahren können. So, bei dem anderen hatten wir folgendes Problem. Also ganz ehrlich, mit dem GT30 bin ich super, super zufrieden. Also wenn einer 350 PS, ich sag mal 300 bis 400 PS fahren will, ist mit dem GT30 auf jeden Fall in der sicheren Schiene, kann er auch ohne Probleme fahren.
Aber wir haben folgendes Problem. Ich versuche euch das mal so einfach wie möglich. Ne? Ich versuche euch jetzt nicht die Turbotechnik beizubringen. Das wisst ihr ja bestimmt alles. So, das ist einmal unser Wastegate, der interne Wastegate. Und da haben wir das Problem bei uns. Weil dieser Wastegate bei mir ist krumm oder sitzt nicht richtig drauf. Und deswegen haben wir meistens nicht diesen Ladedruck, den wir haben wollen. Ne? Ihr müsst euch vorstellen, das Ding ist einfach krumm bei uns. Das heißt, wir haben manchmal 1,7 Bar, manchmal 2 Bar und manchmal erreichen wir nicht mal 1 Bar. Ne? Und das ist deswegen hier, weil der hier krumm ist und nicht mehr richtig drauf sitzt. Und deswegen, ich möchte keinen internen Wastegate mehr fahren. Das möchte ich einfach nicht. Ich möchte jetzt auf externen Wastegate rübergehen, wie bei meinem S3. Und ja, und was gibt es natürlich Besseres als GTX 30? Für mich einer der besten Lader, den es überhaupt gibt. Das ist echt, was kostet der? 2000 Euro? Oder ich sag mal 1500 Euro, 1700 Euro kriegt man schon einen GTX-Lader. Und das ist jeden Cent wert. Das ist so ein geiler Lader. Ich bin schon so oft mitgefahren, die das haben, diesen GTX 30-Lader. Und dieser Drehmoment, das ist unglaublich. Das Ding ist so eine, der hat so eine Wucht. Wenn der kommt direkt. Der kommt direkt und das ist göttlich. Und das möchte ich hier auch haben. Und deswegen wollen wir auch auf 17 Zoll rübergehen. Falls wir mehr PS haben, damit wir einfach bei den kleinen Felgen einfach nicht nur noch durchdrehen. Das möchte ich nicht. Ich möchte echt, dass die schön groß sind, die Felgen. Und schöne Bremsanlage. Und damit der halt ein bisschen später in die Pötte kommt. Das möchte ich. So. Ich freue mich auf dieses Projekt, ich freue mich auf diesen Turbolader. Das heißt, wir haben jetzt gute, ja, ich sag mal so 10 Videos Material, was wir jetzt hier wieder machen werden. Das heißt, Karosseriearbeiten kommen, jede Menge. Wir werden eine komplette, komplette Wandlung vom Auto haben. Ne? Der wird komplett wie ein GTI aussehen, aber trotzdem wird er einzigartig sein. Dann eine große Bremsanlage. Ja, dann kommt ein GTX-Lader rein, dann machen wir die ganze Verrohrung so, dass das Ding so drauf passt und so aussieht. Ich möchte nicht, dass man den Laderluftkühler draußen sieht. Das möchte ich nicht. Und daraufhin werden wir arbeiten. Und da wird mir auf jeden Fall der Benny helfen und bestimmt der eine oder andere Karosseriebauer mir helfen. Und ja, wir werden auf jeden Fall, ich schätze mal bei dem nächsten Video, werde ich zu einem GTI-Spezialisten fahren und werde mal schauen, was ich da ausschneiden muss. Und vielleicht machen wir das sofort, dass ich das ganze Ding da ausschneide und sofort mitnehme. Seid gespannt, wie ich das mache. Ich weiß selber nicht, wie ich das machen werde. Ich werde einfach mal hingehen und einen GTI-Schlachter einfach mal mich austoben und alles ausschneiden, was ich da brauche. Also wird interessant das Ganze. Ja, so viel dazu, so viel zu diesem Video und ja, ganz ehrlich, guckt euch nochmal den GTI an. So. Also was heißt GTI? Das ist ja ein normaler Lupo. Den nennen wir ja GT30, jetzt wird er GTX heißen. Und der sieht geil aus. Ich liebe GTI. Habe ich das schon mal gesagt, dass ich den Lupo GTI feiere? Ich weiß nicht warum, ich feiere den einfach. Der sieht für mich so geil aus einfach. Hammer. Und ich muss mich hier nochmal bedanken, Jungs. Eine Million Aufrufe haben wir. 10.000 Abos haben wir geschafft. Echt, Dankeschön, mir fehlen die Worte, aber dafür kommt noch ein Special, versprochen. Ich werde mir da richtig, richtig was Geiles einfallen lassen. Und dann kommt ein fettes Video. Und dafür werde ich mir echt sehr viel Zeit lassen. Okay, versprochen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, like das Ganze. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Kfz-Fuzzi. Bis dann, haut rein, ciao.